Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radis Erben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich habe ehrlich gesagt fast keine Lust, mir das heute wieder anzutun, bei dem, was uns da angetan wurde heute auf dem Platz in Ingolstadt. Es ist Derby. Das war aber nicht wirklich zu spüren. 60 München spielt wie ein Absteiger, das muss man so deutlich sagen. Vor allem auch, was extrem fehlt, ist, dass jemand mal dagegen hält oder so. Nach dem völlig katastrophalen Eigentor von Tim Rieder kam gar nichts mehr von 60 München, nachdem man 1-0 geführt hatte, eigentlich ja, wieder das 2-0 machen muss. Das wäre verdient gewesen und dann schlägst du dich wieder selber. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Die individuellen Fehler, die machen mich tatsächlich echt fertig. Also es gibt jedes Spiel Minimum einen kompletten Aussetzer. Wie kann das sein, Olli? Also das begreife ich langsam nicht mehr. Ja, wie kann das sein? Es ist ja eigentlich Schema F. Ja, wir haben diese Spiele oder diese Leistungen gehabt gegen Lübeck, 1-0 geführt, 1-2 verloren, gegen Aue 1-0 geführt, 1-2 verloren und jetzt wieder. Also dieses Schema Jakobacci und es muss jetzt schnell was passieren und dem Trainer gehen langsam die Argumente aus, weil wenn man immer gleich verliert, ja, dann kann das kein Zufall mehr sein. Olli, ich sag's dir ganz ehrlich, er hat jetzt 4 Niederlagen am Stück eingefahren. Jakobacci für mich ist eher nicht mehr tragbar. 4 Niederlagen am Stück gab es zuletzt 2019 unter Daniel Birovka, zuvor Kostar und Jajic in der zweiten Liga, der es so oft verloren hat. Es ist natürlich auch ein Stück weit hausgemacht. Ich mache nicht mal Jakobacci die großen Vorwürfe. Ich war von Anfang an skeptisch. Ich verstehe es nicht. Es ist wie Ricardo Moniz, wie ein Pereira, die nie zuvor irgendein Spiel in der Liga gesehen haben. Der eine sagt, nee, wir steigen nicht auf, wir werden Meister. Der andere sagt, we go to the top. Und Jakobacci, der glaube ich, hat auch bald fertig. Das ist so meine Einschätzung der Lage. Er hat sich auch unzählige Male mittlerweile vercoacht, das muss man deutlich sagen. Eben gehen nicht nur die Argumente aus meiner Sicht hat er gar keine mehr. Das ist wirklich nicht mehr zu ertragen. Die Frage ist jetzt, was macht 60 München? Also ich möchte auch gar nicht großartig auf die Bewertung eingehen. Ich sage es euch ganz ehrlich, ihr könnt euch die Noten beim Olli durchlesen. Ich bin bei den meisten eigentlich immer eine Note schlechter, auch wenn die erste Halbzeit ansprechend gewesen sein mag. Aber die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Dr. Christian Werner, wohl ein Anwärter auf den Sportdirektor-Posten bei 60 München, saß wieder auf der Tribüne. Eigentlich musst du den jetzt installieren und dann fragen, ja, was hat er denn für Trainer im Telefonbuch, Olli? Eine ganz schwierige Frage, Tobi. Ich glaube mal, 60 muss eigentlich, wenn sie jetzt über einen Trainer nachdenken, dann müssen sie am großen Rad drehen. Und ich glaube, da ist jetzt eben der falsche Weg, wenn man jetzt so ein aus meiner Sicht auch einen unbekannten Sportdirektor holt, ist, glaube ich, jetzt in der jetzigen Phase nicht der richtige, dass man jetzt einen Sportdirektor holt, der jetzt, sage ich mal, bei so einem großen Verein oder bei so einem großen Verein noch nicht gearbeitet hat. Ja, ist eine ganz schwierige Situation gerade im Moment. Aber es verdichtet sich doch, Olli, oder? Es verdichtet sich doch. Der ist jetzt bestimmt dreimal auf der Tribüne gewesen, glaube ich, oder? Den habe ich zumindest jetzt beim letzten Heimspiel gegen Aue auf der Tribüne gesehen, das ist richtig, ja, aber offenbar kann 60 München da nicht Vollzug melden, aber ich sage mal so, die Gesellschafterseiten sollten jetzt endlich mal an den Tisch zurückkehren und einfach miteinander sprechen, was jetzt das Beste für 60 München ist. Und jetzt müssen die Eitelkeiten mal zur Seite geschoben werden. Aber wenn ich heute dann wieder auf der Tribüne das beobachtet habe, ja, da war die eine Seite gesessen und auf rechts war dann die andere Seite gesessen. So funktioniert das nicht, Freunde. Und ich glaube nicht, dass sie sich hinterher dann im VIP-Bereich dann getroffen haben und dann miteinander diskutiert haben. Also so kann das nicht funktionieren. Gestern gab es ja hier eine Sitzung im Verwaltungsrat. Ich weiß nicht, was rausgekommen ist. Ich gehe davon aus, dass der Verwaltungsrat weiterhin Präsident Robert Reisinger das Vertrauen ausgesprochen hat. Aber es war auffällig, heute auch wieder Hans Sitzberger sitzt nicht mehr neben Robert Reisinger. Und also das
geht so nicht weiter. Wir brauchen wieder die gleiche Richtung. Ja, 60 München hat in der dritten Liga prinzipiell nichts zu suchen. Jetzt sind wir auf Platz 16. Ja, also hat natürlich ganz andere Ansprüche, dieser Verein. Bald hast du in der dritten Liga im umgekehrten Sinn nichts mehr zu suchen. Also das Ja, ist eben. Und wir sind erst am sechsten Spieltag, ist noch nichts passiert, aber das darf man sich natürlich jetzt nicht einreden. Ja, also es ist schon eine gefährliche Situation, ja, weil man ist furios gestartet, hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt in den ersten beiden Spielen gegen Waldhof Mannheim und auch gegen den MSV Duisburg. Aber das war verdient, hat man verdient trotzdem gewonnen. Ja, aber dann, dass man so Spiele so leichtfertig herschenkt, das darf einfach nicht passieren. Ja, und ich bin wirklich, verzweifelt ist das falsche Wort, aber es hat ja, ich habe das ja alles so ein bisschen kommen sehen. Ich meine, es ging ja los damals schon in der Winterpause, beziehungsweise im Dezember, wo man den Vertrag mit Günter Gorenzel einfach laufen hat lassen, bis 2024. Da ist für mich der Kardinalfehler bei 60 München gemacht worden. Ja, und das zieht sich dann wie ein roter Faden eben durch den Verein durch. Und jetzt muss man halt schauen, wie man da auf der Patsche kommt. Aber ich sage mal so, wenn man damals reagiert hätte, dann hätte man seriös eine Saison planen können. Und so, jetzt steht man möglicherweise, ich will es nicht sagen, von einem Scherbenhaufen, aber es ist schon ja, ganz aber Olli, gefährlich. Ja. genau das ist es doch. Genau das ist es doch. Das ist ein Scherbenhaufen. Du hast, ich hab das einige Male gesagt, ich wurde dafür kritisiert, ich unterstreiche es nochmal. Du hast beliebige Spieler geholt. Du hast einfach irgendwelche Spieler geholt unter dem oder mit dem Wohlwollen von Jakobacci, der da seinen Haken drunter gemacht hat, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Da muss ich aber den Trainer schon ein bisschen in Schutz nehmen. Es war nämlich dieses Budget von 4,5 Millionen Euro, das zunächst zur Verfügung stand, war mehr oder weniger vergriffen. Ja, also heißt es für mich im Umkehrschluss, da hat die Geschäftsführung keinen guten Job gemacht, im Verbund auch mit dem Trainer. Ja, und ich sage mal so, ich kann heute noch nicht diese Entlassung von Michael Köllner verstehen, weil Michael Köllner hat eines reingebracht bei 60 München: Kontinuität, ja, hat er reingebracht und vor allem auch, es war Frieden da bei 60 München, ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo Michael Köllner weg war, da ging es dann los, ja. Und es war auch keine einfache Situation auch für ja, Maurizio Jacobacci, diese Mannschaft zu übernehmen nach diesen 4 Spielen, wo Günter Gorenzel aus 4 Spielen nur 2 Punkte geholt hat. Also, es war nicht einfach. Das war schon auch wichtig für 60 München, ja. Aber er war dann, ihm waren die Hände gebunden dann in der Sommerpause. Das Budget von 4,5 Millionen war mehr oder weniger erschöpft. Erst nach und nach konnte man dann aktiv werden. Aber da waren dann natürlich, sagen wir mal, die Bonbons, die auf dem Markt waren, waren dann natürlich schon vergriffen. Das darf man jetzt Ja, auch nicht aber unterschätzen. man muss Aber es das. lag daran, Tobi, es lag daran, dass die beiden Gesellschafter nicht miteinander sprechen und es Robert Reisinger bis heute nicht für nötig gehalten hat, mit Hasan Ismail zu sprechen. In 6 Jahren, ja. Und das ist der Kardinalfehler für mich. Absolut, gebe ich dir definitiv recht, aber du hast einfach Spieler geholt, wo du einfach nur Budget verbrannt hast. Bestes Beispiel, wahrscheinlich werden sich alle Ingolstädter gedacht haben, ja, Gott sei Dank haben wir den jetzt nicht mehr unter Vertrag. Soleimani heute eingewechselt, beste Beispiel. Was wollen Sie mit dem? Was wollen Sie mit dem? Tut mir leid, Aber da, das ist für mich jetzt da schon kann man von. Fehleinkauf. Da kann man von draußen immer ein bisschen leicht reden. Das ist mir zu einfach. Also klar ist ja auch, du kannst nicht eine hundertprozentige Trefferquote haben bei einem Transfergeschäft. Ja, da braucht man nur ein paar Straßen weiterschauen zum FC Bayern. Das ist jetzt gar nicht das Thema. FC Bayern ist Champions League, ist Weltklasse. Ja, aber sind halt im kleinen Bereich. Wir sind dritte Liga. Ja, und das ist auch nicht so einfach. Du hast entweder ein gutes Telefonbuch. Ja. Oder hast ein gutes Scouting-System. Ja, und das genau sehe ich bei 60 München, aber schon seit nicht nur in den letzten 6 Jahren nicht, sondern schon seit 15, 20 Jahren nicht mehr. Und das ist das Problem. Ja. Und diese Idee von Robert Reisinger, ja, hier einen großen Namen zu holen, finde ich prinzipiell richtig. Ja. Aber man muss ja mit seinem Partner sprechen. Ja. Und auch, was ich auch da klarstellen will: Bevor man große Namen denkt, braucht man erstmal ein Konzept. Und ich sehe kein Konzept von 60 München. Ja, das sehe ich nicht. Ja, auf der ganzen Linie nicht. Ja, man wurschtelt so dahin seit vielen, vielen Jahren. Man baut auf das Grünwalder Stadion, man baut auf seine fantastischen Fans. Aber das kann es nicht sein. Ja, dieser Verein hat mehr verdient als dritte Liga. Ja, und jetzt stehen wir momentan auf Platz 16 in der dritten Liga. Das muss man sich mal vorstellen. Absolut, das muss man sich vorstellen. Und es tritt genau das ein, was ich vor der Saison gesagt habe, leider Gottes.
Aber ich muss schon sagen, Tobi, der Trainer ist natürlich auch hängen gelassen worden, ja. Also ich will ihn jetzt nicht komplett in Schutz nehmen, ja. Aber so kann man nicht arbeiten wie bei 60 München, ja. Ja. Da geht es immer nur um Eitelkeiten, da gönnt der eine dem anderen was nicht. Also ich hoffe wirklich mal für 60 München, dass einige Herren auspacken, ja, was wirklich bei 60 München los ist, ja. Ja, Ja, das was wünschen wirklich wir. in den letzten 6 Jahren bei 60 München passiert ist. Aber Ja, ich wünsche mir da zum Beispiel von Michael Kölner, dass er irgendwann mal Tachles redet. Ich wünsche mir, dass von Daniel Birovka, dass er Tachles spricht. Ja, der war heute übrigens im Stadion, ja, beim FC Ingolstadt, hier im Sportpark. Die Leute müssen endlich mal erzählen, was sie in ihren Jahren bei 60 München erlebt haben. Das ist kein normales Arbeiten, ja. Ja. Das mag so sein. Das Ding ist nur, dieser Strudel, in den du da jetzt hineinkommst, mit einer Mannschaft, die null Selbstvertrauen hat, die gar kein Selbstvertrauen mehr hat, die nicht in der Lage ist, irgendwie bei einem, bei einer Sache, die wenn es mal nicht so läuft, irgendwie mal dagegen zu hauen oder das Ganze wegzuwischen und weiterzumachen, die bricht dann völlig auseinander, diese Mannschaft. Das ist ein ganz gefährlicher Strudel, in den du dich hineinmanövrierst und du musst im Endeffekt jetzt irgendwo, finde ich, ein Zeichen setzen und reagieren, weil das ist so eine Serie hatte Michael Kölner übrigens nicht. Das muss man mal Ja, ganz klar sagen. So ist es. Vor allem, er hat den Verein zusammengehalten, ja, und er hat den Verein hervorragend vertreten und ich glaube mal, ich habe es heute auch schon in den Text reingeschrieben, ja, 60 wäre jetzt froh, wenn er nochmal ansatzweise dahin schnuppern könnte, wo Michael Kölner den Verein verlassen musste. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, nur weil Eitelkeiten hier im Verein rumtanzen, muss man hier eine Entscheidung treffen, weil vielleicht die Nase von dem Trainer nicht gefällt, ja. Da nehmen Leute Einfluss auf eine Personalentscheidung, die vom Fußball keine Ahnung haben. Und du verlierst momentan gegen Mannschaften, die nicht wirklich oben anzuordnen sind. Ingolstadt hatte die gleiche Krise oder den ähnlichen Verlauf wie 60 München. Ich glaube, wenn 60 heute gewonnen hätte, wäre Kölner entlassen worden. Ja, also das darf man nicht vergessen. Das ist keine Übermannschaft gewesen, gegen die 60 da heute verloren hat. Also das ist prinzipiell muss man sagen, Tobi, in der dritten Liga kann jeder jeden schlagen. Das sieht man jetzt auch in Sandhausen. Die haben verloren gegen Preußen Münster. Also diese Qualität in der dritten Liga, das hat ja aus meiner Sicht, ja, ich bin da immer sehr kritisch, ja. Dritte Liga ist für mich prinzipiell kein Profifußball, ja. Das war früher Bayernliga. Ja, diese Liga wird noch top vermarktet von Magenta unter anderem. Ja, das ist dass die der ganze Zauber an der dritten Liga, dass er ideal oder optimal vermarktet wird. Ja, aber die fußballische Qualität, ja, also die lässt schon zu wünschen übrig aus meiner Sicht. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. So, die Frage ist, Olli, du bist so lange dabei. Wir brauchen heute gar nicht so lange machen. Wir wissen, dass es köchelt. Es köchelt nicht nur, es brodelt brutal. Und solche Situationen hatten wir in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder mal bei 60 München. Aber das ist vom Gefühl her, Olli, brodelt es so, dass man schon meint, da passiert jetzt was, oder? Es knallt. Ja, ich denke schon, zumindest kann man jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ja, jetzt müssen sich alle mal gemeinsam an den Tisch setzen und einfach dann über das 60 München sprechen. Ja, und nicht über ja, die Seite will das, sondern 60 München ist ein großer deutscher Traditionsverein. Ja, und dieser deutsche Traditionsverein kommt mir viel zu schlecht weg, einfach. Ja, so wie in der Außendarstellung. Ja, da macht jeder sein eigenes Ding und dann kommen Interviews wie von Robert Reising in den letzten Wochen. Also, da kann ich nur, also eigentlich kann man nur den Kopf schütteln. Ja, und was er denn alles weiß und wie schlecht der Marc Pfeiffer arbeitet. Also, so in so einem Konstrukt möchte ich auch nicht arbeiten, ehrlich gesagt. Wie fandest du in diesem Zusammenhang die Aussagen von Pfeiffer heute? Ja, was soll er sagen? Ich glaube, er hätte gern was anderes gesagt, aber er kann das natürlich nicht. Ja, also was ich höre, ja, dass Robert Reisinger seit Wochen mehr oder weniger keinen Kontakt zum Geschäftsführer hat und das sagt eigentlich alles aus in diesem Verein. Und so war es ja auch, wie soll ich sagen, so wurde auch mit Michael Kölner umgegangen und auch mit Daniel Birovka. Ja, so kann es nicht funktionieren, wenn der Respekt nicht mehr da ist. Ja, dann kann es nicht funktionieren. Und was auch, sage ich mal, die Familie von Daniel Birovka leiden musste, auch auf der Tribüne teilweise. Ja, wie sie
wie ihnen begegnet wurde. Und Michael Köllner ist ja dasselbe Spiel. Ja? Das ist ja alles kein Zufall mehr. Ja? Und deswegen hoffe ich auch, dass endlich mal die Fans auch aufwachen, ja? Dass sie das einfach mal sehen. So kann man nicht miteinander umgehen. Ja? Und Wir laden Michael Köllner und Daniel Birovka herzlich ein, mal mit uns zu sprechen. Ja. Ja. So schaut's aus. Ja, persönliches Bauchgefühl für diese Woche? Ja, wie gesagt, die müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken, die Eitelkeiten beiseite schieben und eben das Beste für 60 München machen. Und klar, ich habe es vorhin schon gesagt, Tobi, Maurizio Jakobacci hat nur noch wenig Argumente eben für eine Weiterbeschäftigung. So leid es mir tut, der ist wirklich ein netter Mensch, keine Frage, aber wenn die Ergebnisse eben ausbleiben, dann ist der Trainer das schwächste Glied. Und seine Mannschaft hat ihn auch nicht so unterstützt, wie man es dann erwarten muss, vor allem in einem Derby, ja, vor 7.000 Löwenfans hier in Ingolstadt. Das muss man sich mal vorstellen, da kommen 7.000 Auswärtsfans, fahren mit nach Ingolstadt und dann kriegen sie in der zweiten Hälfte so eine Leistung geboten, ja. Und trotzdem haben die Fans hinterher die Mannschaft gefeiert, mehr oder weniger. Haben dann gesungen, ja, kämpfen und siegen und was ich was. Also die Fans stehen weiterhin zur Mannschaft. Ja, das ist ja prinzipiell, haben die eine Qualität, aber trotzdem fehlen dann auch Charakterköpfe in der Mannschaft. Ja, so ein Spieler wie zum Beispiel Yannick Deichmann oder jetzt auch Marius Wörl, aber da kommen wir jetzt immer wieder vom einen ins nächste. Ja, diese Spieler konnten nicht überzeugt werden von Günter Gorenzel, ja. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und das zieht sich halt dann wie ein roter Faden noch. Und Robert Reising hat ein absolutes Vertrauen in Günter Gorenzel. Und der, ja, so ist es. Leider. Absolut, absolut. Ja, das wird wohl nicht so oft auf die Wiesen gehen in diesem Jahr, tippe ich mal ganz schwer. Ja, hoffentlich. Ich meine, normalerweise müsste man den Termin am Dienstag streichen. Das kannst du natürlich nicht machen, weil du hast natürlich Verpflichtungen gegenüber dem Sponsor, gegenüber Hacker Pschorn. Ist ja trotzdem noch was Besonderes, als Drittligist auf die Wiesen zu dürfen. Ja, man muss das mal so sehen. 60 ist seit 6 Jahren in der dritten Liga. Dass die überhaupt so eine Sponsoreneinladung auf die Wiesen bekommen, ist sowieso sensationell. Ja, und deswegen muss man da auch hingehen. Ja, muss man dann gute Miene zum bösen Spiel machen. Es wird nicht einfach werden am Dienstag. Wenn dann vielleicht auch dann der Oberbürgermeister vorbeischaut, der kann dann ein bisschen Schulterklopfen und kann die Jungs wieder aufbauen. Aber ja, das hilft den Löwen jetzt auch nichts. Die müssen schleunigst wieder zurück auf die Erfolgsspur kommen. 6 Jahre keine zweite Liga mehr und es ist stark davon auszugehen, dass es 7 werden. Das können wir hier mal festhalten. Es ist grausam. Boah, ich bin sowas von angenervt, um ehrlich zu sein. Ja. Mir fällt nichts mehr ein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wir sind durch mit einer Ausgabe von Radis Erben. 60 verliert zum 4. Mal hintereinander. Eine Serie, die hat es 2019 zum letzten Mal gegeben und dann 2016 unter Kostas Roniajc. Da gab es auch mal so eine Serie. Ich glaube, Daniel Birovka hat quasi wettbewerbsübergreifend, glaube ich, 6 Spiele verloren und dann gab es den Sieg eben gegen Fortuna Köln, es war dann der Klassenhalt in der dritten Liga, also da hat man nicht reagiert, hat man quasi dem Trainer das Vertrauen ausgesprochen. Daniel Birovka hat aber natürlich dieses Pfund gehabt, dass er mit 60 aufgestiegen ist aus der Regionalliga, sofort wieder in die dritte Liga. Also und Daniel Birovka hat natürlich, ist ein Kultlöwe, war ein großer Spieler bei 60 München, hat in der Champions League Qualifikation damals gegen Leeds gespielt, wurde Nationalspieler. Und deswegen muss man den natürlich anders betrachten als Maurizio Jakobacci. Ja? Das ist auch klar. Also die Entscheidung, ich will jetzt nicht in dem Jackett stecken von den Entscheidungsträgern, ganz klar. Ja, es ist keine einfache Entscheidung, weil es Menschen natürlich dann schwer ist, eine Entscheidung zu treffen, weil prinzipiell hat die Mannschaft Qualität, aber sie bringt es einfach nicht auf den Platz oder nur über eine gewisse Phase oder nur eine Halbzeit, das ist zu wenig. Ein Spiel dauert einfach mal 95 Minuten, plus minus null. Und deswegen erwarte ich von der Mannschaft, dass sie eben dann so charakterstark ist und dann auch mal so einen Rückschlag eben dann wettmacht. Und nach dem 1:1 war klar, dass 60 sich ein zweites Tor fängt. Das habe ich auch im Live-Ticker so geschrieben. Also da habe ich nicht damit gerechnet, dass da nochmal der Ausgleich kommt. Also da war ich mir eigentlich sicher, dass 60 München dieses Spiel verlieren wird.
Jackett hast du doch eh keins im Schrank. Das Ja, war's schon. von uns. Aber das wäre mal ein bisschen zu klein sein mittlerweile. Es ist noch von der Kommunion, Tobi. Deswegen, aber lassen wir es gut sein für heute. Ich bin schwer enttäuscht, klar. 60 auf Platz 16 in der dritten Liga, das ist richtig bitter. So ist das. Das war's von uns. Folgt uns, abonniert uns auf YouTube. Bis bald. Servus. Ciao.